Die Hamburger, wie man sie in den letzten Wochen oft erlebt hat. Eng beisammen und dabei sehr erfolgreich. Als Bruno Labbadia den Trainerposten übernahm, war die Mannschaft Tabellenletzter. Nach 7 Punkten aus 4 Spielen ist der HSV zurück im Rennen und hat gegen den VfB Stuttgart die Chance, sich endgültig zu befreien. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition jetzt verschafft vor einigen Wochen. Sah das nicht so gut aus. Ich denke, wir müssen auch optimistisch und positiv in diese letzten beiden Spiele gehen. Und zunächst kommt das schwere Auswärtsspiel gegen VfB Stuttgart. Aber dennoch ist es eine Riesenchance für uns, einen weiteren Schritt zu machen. Und das wollen wir am Wochenende tun. Theoretisch ist sogar die vorzeitige Rettung möglich, wenn der HSV gegen die Stuttgarter gewinnt und die übrige Konkurrenz mitspielt. Denkbar nach dem vergangenen Wochenende, als der HSV gegen Freiburg gezeigt hat, dass er auch in schwachen Spielen punkten kann. Ebenfalls ein Verdienst von Bruno Labbadia. Man muss sich jetzt nur die letzten Wochen anschauen, wie er es geschafft hat, die Mannschaft zu fokussieren und selber sich auferlegt hat, nur diese Aufgabe als seine Aufgabe zu begreifen. Und das lebt er jeden Tag vor. Und wir sind zuversichtlich und optimistisch, dass wir das zu einem guten Ende bringen. Das gute Ende könnte schon am frühen Samstagabend feststehen. Aber eine Niederlage und niemand würde mehr vom Aufschwung reden. Der HSV müsste zittern bis zum Schluss.